Moin. Heute gibt es mal wieder ein neues Review zu einem Set aus dem Film oder zu dem Film The Wandering Earth. Ich habe ja schon zu dem ganz großen Cargo Truck früher mal ein Review gemacht. Der Link dazu ist dann in der Videobeschreibung verlinkt. Und heute soll es eben um den Mining Machinery Forklift gehen. Der steht hier unten. Beziehungsweise um den Seilbagger. Das ist die Vorderseite des Kartons. Der wird von Sembo hergestellt. Ist auch wohl offiziell lizenziert. Zumindest sind hier überall irgendwelche Logos draufgedruckt und Copyright-Hinweise, die darauf folgen lassen, dass der lizenziert ist. Die Artikelnummer ist 107026 und der hat 484 Teile. Der Karton ist irgendwie ein bisschen zu groß und bei mir leider auch beschädigt worden. Da. Ich denke, der wurde auf dem Transport nach Deutschland beschädigt und dann eben bei Bluebricks, wo ich das Ganze bestellt habe. Die versenden aus Deutschland, verkaufen es aktuell für 14 Euro, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Aber entfernen die Köpfe von den Minifiguren. Da sieht man ja auch hier oben. Hier ist das Ganze abgeschwärzt, weil eben die Minifiguren nicht verkaufen dürfen, weil die zu nah an dem von Lego dran sind. Und deswegen sind die eben geschwärzt. So sieht der Karton dann von oben aus. Ich werde den wahrscheinlich irgendwann wegwerfen müssen, weil der verbeult ist. Aber eigentlich finde ich den vom Design her und vom Aussehen her echt schön. So weißes Premium-Produkt sozusagen. Überall irgendwelche coolen Logos drauf und so. Und das hier ist auch so ein bisschen reflektierend gedruckt. Also es ist echt schön. So sieht er von unten aus. Bluebricks hat dann noch Sachen zum Thema Garantie und so draufgedruckt. Von der Seite, von der Seite und von der Rückseite. Hier ist auch normalerweise noch so ein grauer Karton drin, den man rausziehen kann. So sieht eben, wie gesagt, die Rückseite aus. Hier sind noch ein paar Funktionen abgebildet. Aber ich würde sagen, dann gucken wir uns auch das Produkt an. So sieht der Bagger aus. Der Gelbton ist irgendwie gerade ein bisschen sehr gelb. Eigentlich ist er ein bisschen orangefarbener. Also der wird ziemlich gelb aufgenommen. So, von unten. Dabei sind, wie gesagt, noch ein paar Minifiguren. Drei Stück an der Zahl. Einmal die hier mit so einer Minigun. Dann noch die hier. Und der soll, glaube ich, die Waffe haben, die auch hat. Aber dem habe ich jetzt keine Waffe gegeben. So sehen die aus. Die Drucker sind schön. Funktionieren auch ganz gut. Der Zusammenbau ist ein bisschen ätzend, wenn man hier die Arme in die Körper reintun muss. Aber die Präsentierplatten hier sind auch ganz schön. Wie gesagt, Bluebricks verkauft das Ganze ohne Köpfe. Das heißt, da sieht das dann so aus. Hier sind auch noch die Ersatzteile dabei. Wobei es durchaus sein kann, dass du andere Ersatzteile hast. Das hängt immer ein bisschen vom Hersteller ab. Und von der Charge und so. Genau, hier sind die ganzen Waffen drin und so. Die Präsentationsteile, die kann man dann so zusammenbauen. Und die ganzen Torso-Prints, die ich echt schön finde. Die ganzen Sachen hier drauf, das sind alles Aufkleber. Nur die Minifiguren haben Drucker. Das sind die Aufkleber, das sind insgesamt 27 Stück. Eigentlich sind es 28. Aber es gibt hier so einen Copyright-Hinweis-Aufkleber. Hier oben C. China Film. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Auf jeden Fall wird die nicht aufgeklebt. Und dann gibt es noch so einen extra Aufkleber mit dem Sembo-Logo und dem Wandering Earth-Logo. Die Bauanleitung, die fand ich jetzt nicht großer, nicht weiter kompliziert. Können wir aber auch mal reingucken. Am Anfang werden die Figuren zusammengebaut. Es gibt insgesamt drei große Tüten, in denen kleine Tüten drin sind, aber quasi so drei Abschnitte. Und so wird das Ganze dann zusammengebaut. Konnte man auch gut folgen. Beim Bau hatte ich keine Probleme. Nur, dass eben die Aufkleber ein bisschen nervig sind. Hier ist es leider nur ein bisschen unsauber gehalten oder nicht so ganz stabil gehalten. Das Gelenk dazwischen. Das kann man übrigens auch so stufenweise einstellen. Aber es ist mir schon mal abgebrochen. Also es kann sein, dass es bei dir auch manchmal abbricht.
Genau, das ist in die Bauanleitung. Es gibt keine Teilliste. Aber ich würde sagen, dann kommen wir zu dem Truck selber. Ich finde ihn so ganz gut. Der Bau hat auch gut funktioniert. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Ketten hier nicht richtig rollen. Also, ich habe auch noch eine mehr reingetan, aber dann sind die zu lose und so rollen die halt nicht ordentlich. Oder habe ich eine mehr reingetan? Vielleicht war auch nicht eine mehr mitgeliefert, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ist schon ein bisschen her, dass ich den aufgebaut habe. Und hier oben fallen die Seile immer ab, aber das ist, glaube ich, dem Vorbild geschuldet. Es ist auch nicht so einfach, die Seile so zu bauen, dass die sozusagen genau gleich viel Abstand haben. Das habe ich auch nicht ganz gut hinbekommen. Hier unten kann man die Schaufel verstellen. Allerdings ist das Gelenk hier ein bisschen sehr stramm, also das funktioniert eher schlecht als recht. Beziehungsweise es braucht gerade am Anfang ziemlich viel Kraft, um das zu verstellen. Der Bagger hier vorne ist auch nicht originalgetreu. Also im Film, da sind das so Bagger, die auch nach unten öffnenbar sind oder aufmachbar sind. So wie bei dem Schaufelradbagger von Lego aus der Technikserie. Hier ist das eben nur so eine normale Schaufel. Dann kann man hier das hier hochziehen. Sozusagen den vorderen Abschnitt hier. Und dann kann man den Abschnitt hier noch vorstellen, indem man hier dran dreht. Da ist so ein Wurmgear drin. Ich glaube, davon waren hier sogar zwei dabei. Aber wenn ja, dann finde ich das gerade nicht das zweite. Das wurmt mich jetzt gerade so ein bisschen, aber egal. Die Zahnräder oder generell die Technikelemente sind auch in guten Farben dabei. Also hier die Schau oder die Räder, die Zahnräder, auf denen die Kette ist, die sind schwarz. Auch das Zahnrad hier ist schwarz. Die ganzen Stangen sind schwarz und so. Auch hier vorne diese halben Akkstoffe, die sind auch ganz schön in schwarz. Dann kann man noch hier hinten das Ganze aufklappen. Da reingucken, aber da ist nichts Spannendes drin. Und hier an der Seite kann man das Ganze aufklappen. Und da kann man eine Figur reinsetzen. Also der gefällt mir eigentlich so von so alleine stehend ganz gut. Sieht gut aus. Gut, Funktionalität ist ein bisschen eingeschränkt. Die Übersetzung hier ist auch komisch. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass es vom Wurmrad abläuft, also dass dann das Ding nicht mehr von dem Wurmrad gehalten wird. Was die Teile angeht, haben die mir auch ganz gut gefallen. Die Technikelemente sind nicht mehr so steif, also, oder ich hätte zumindest den Eindruck, dass bei dem Truck die Technikelemente noch steifer waren. Jetzt kann man die ein bisschen besser zusammenstecken. Also diese ganzen Pins in die Achsen und so. Was man allerdings wissen muss, ist, dass das hier, glaube ich, ein anderer Farbton ist. Also das ist so ein Orange-Gelb, das man nicht gut in der Kamera sehen kann, aber Lego hat andere Farbtöne, zumindest teilweise. Also Schwarz dürfte relativ gleich sein, aber das Orange-Gelb hier und das Dunkelgrau, die sind auf jeden Fall anders. Ich finde, dass die Aufkleber auch das Modell noch deutlich schöner machen, auch wenn die vielleicht gar nicht unbedingt nötig wären. Aber die habe ich auf jeden Fall aufgeklebt. Und das bereue ich auch nicht. Kommen wir allerdings nochmal zur Filmvorlage. Ich habe ja schon angedeutet, dass die Schaufel vorne falsch ist. Wahrscheinlich blende ich jetzt dann auch hier noch ein Bild dazu ein. Auch wenn ich die Stange hier oben zu kurz, also eigentlich müsste die, glaube ich, noch ein bisschen länger sein. Im Vergleich dazu, also ich glaube, das ist eigentlich so maßstabmäßig ungefähr der richtige Maßstab. Der steht dann ja in dem Bild, das ich habe. Hier oben daneben. Und dann befüllt er den so. Ich habe den Eindruck, dass der Truck ein bisschen zu klein ist. Aber ich glaube, der mittelgroße Truck war wieder zu groß für den Maßstab von dem Kran. Also das ist irgendwo zwischen den kleinen Trucks und den mittelgroßen Trucks vom Maßstab her. Ob das so wichtig ist, ist eh gar nicht unbedingt so gegeben, weil der Kran irgendwie nur maximal 10 Minuten im Film vorkommt. Also der ist absolut irrelevant. Ist eigentlich nur so ein Verzierungsding. Und ich weiß nicht genau, warum die den als Modell rausgebracht haben. Aber er ist auf jeden Fall ganz schön, finde ich. Das war es dann aber, glaube ich, soweit mit diesem Review. Zu den kleinen Trucks kommen auch noch Reviews. Aber dann zum späteren Zeitpunkt. Wie gesagt, ich finde den eigentlich ganz schön. Der hat ganz coole Spielfeatures. Der Bau ist auch nicht weiter schwer. Aber er hat doch so ein paar Macken. Also der ist nicht perfekt. Aber so zum Hinstellen oder so finde ich den auf jeden Fall nicht verkehrt. Zumindest wenn man auf so technische Geräte steht. Aber das war's dann mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.